Die Fußball-WM 2010 hat begonnen. Auch Bielefeld ist im WM-Fieber. Doch wo schaut der Bielefelder eigentlich die WM? Zu Hause. Irgendwo im Public Viewing-Bereich. Irgendwo in einem Biergarten oder so. Leider hat Bielefeld ja so direkt kein Public Viewing dieses Jahr. Wir haben einen Nothaushalt und haben also in diesem Jahr nicht die Möglichkeit, auch nur einen Euro für Public Viewing auszugeben. Wer also in der Gruppe Fußball schauen will, muss sich nach Alternativen umschauen. Das kommt auf die Spiele an. Also wenn das interessante Spiele sind oder Deutschlandspiele, ist der schon sehr groß. Da müssen wir also immer schon reservieren, damit da Platz ist. Ansonsten je nach dem Spiel. Xenia zieht um. Wir begleiten Sie bei der Wohnungssuche in Bielefeld. Okay, haben Sie sonst noch irgendwelche Tipps für mich bei der weiteren Wohnungssuche, falls ich die Wohnung jetzt leider nicht bekommen sollte? Worauf ich immer achten würde, sind neben der Kaltmiete immer die Nebenkosten abfragen. Das ist ganz wichtig, weil das sind Dinge, die Sie noch nicht sehen. Was ich auch schön finde, wäre natürlich ein Stellplatz für Ihr Auto. Das war meine erste Besichtigung in einer Wohnung mit einer Maklerin. Mein nächster Termin wird in einer WG sein. Für eine WG spricht, dass immer was los ist, eine lockere Atmosphäre. Man weiß genau, man kann ins andere Zimmer gehen, kann mit wem quatschen, kann mit wem was unternehmen. Es gibt natürlich dann auch die negativen Sachen, die hin und wieder mal vorkommen in der WG. Ah, putzen. Putzen, ganz genau, das typische WG-Thema. Immer mehr exotische Tiere aus allen Ecken der Welt landen in unseren Wohnzimmern. Auch Stefanie Kurowski ist stolze Besitzerin von einigen exotischen Tieren. Jetzt haben wir hier Corny. Das ist eine Kornnatter, eine Peri-Kornnatter. Und das Besondere an der ist, wenn sie sich bedroht fühlt, dann klappert sie mit ihrem Schwanz wie eine Klapperschlange quasi. Ist total ungefährlich, ist halt auch eine Würgeschlange und hat keine Giftzähne oder sonst was. Nur sie hat sich das quasi als Drohgebärde angewöhnt. Zunächst mal wollen wir feiern. Wir werden 100 Jahre alt. Ich denke, 100 Jahre erfolgreiches Wohnungsunternehmen, das ist ein Grund, auch stolz feiern zu dürfen. Aber natürlich möchten wir auch ein kleines bisschen zeigen, was macht Wohnungswirtschaft eigentlich aus. So möchten wir einen Blick hinter die Kulissen bieten. Dieses Angebot nutzen die Besucher auch. Ob nun eine Fahrt mit dem Ballon oder Kunstaktionen, für jeden war etwas dabei. Darüber hinaus ist die Freie Scholle auch für die Stadt Bielefeld sehr wichtig. Fragen wir doch mal ganz oben nach. Wir sind im Rathaus nicht immer ganz nah dran bei den Menschen. Das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Ein Wohnungsbauträger, eine Wohnungsbaugesellschaft, insbesondere eine Genossenschaft, die ja auf Mitbestimmungselementen aufgebaut ist, die ist nah dran. Die weiß genau, wo der Schuh drückt, was die Leute wollen, was sie brauchen, was wir machen müssen. So viele Loblieder. Vielleicht ein Schlusssatz, Herr Clausen? Wenn die Sonne lacht, das hat die Scholle gemacht. Das Leben in der Stadt hat einiges zu bieten. Mathis Koch ist vor kurzem von Lage in die Bielefelder Innenstadt gezogen. Er nennt uns einige Gründe für seine Entscheidung. Ja, das Beste ist einfach die zentrale Lage. Man hat hier wirklich alles in der Nähe, wenn man mal shoppen gehen will, ins Kino, einkaufen, in eine Kneipe, Disco, dann hat man hier keine großen Probleme. Ich wohne ja hier wirklich ganz zentral. Das Schlechteste, würde ich sagen, ist der Lärm. Also ich komme halt aus einer Umgebung, die ruhiger ist und am Anfang war das schon eine Umgewöhnungsphase. Als ich hier die ersten 2 Wochen gewohnt habe, bin ich schon nachts mal aufgewacht, weil hier auch öfter die Krankenwagen durch die Straße fahren oder halt irgendwelche betrunkenen Leute nachts ganz viel rumgrölen. Die lange Lage ist ein 14 Hektar großes Entwicklungsgelände in Uninähe. Die Bauten der FH sollen sich hier an einem Standort konzentrieren. Die Bedingungen für Forschung und Lehre sollen mit dem Neubau wesentlich verbessert werden. Der Hochschulcampus wird dabei in 4 Module gegliedert. Der Campus wird zudem mit hochwertigen Grünflächen gestaltet. Auf einer Gemeinbedarfsfläche soll unter anderem eine Kindertagesstätte aufgenommen werden. Bis 2025 soll daraus einer der modernsten Hochschulstandorte Deutschlands entstehen. Auch wenn die Angelegenheit viele Kosten mit sich trägt. Der Campus Nord soll abgesehen vom öffentlichen Verkehr autofrei werden. Dafür wird eine Tiefgarage mit 1015 Stellplätzen geboten. Fotoshooting aus großer Höhe. Dafür waren am Abend extra Fotografen aus Süddeutschland angereist. Ich denke, Bielefeld ist halt so ein bisschen dieser Off-Space, der Off-Ort, so ein bisschen auch gespielt damit. Bielefeld, gibt es überhaupt? Auf jeden Fall gibt es, ganz klar. Und es hat auch ganz schöne Ecken und das zeigen wir damit eben. Also ich denke einfach, dieser Gegenpunkt zu den anderen Städten, der hat einfach auch so ein
Ausschlag für Bielefeld gegeben. Dankeschön. Im SZ-Magazin der Süddeutschen werden wir sehen, wie szenisch der Sigi dann wirkt. Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Klosterplatz. In den 90er Jahren war der Klosterplatz ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche. Bars wie das Dockside, das El Solin oder das All About Eve boomten. Heute herrscht nur noch Trostlosigkeit. Die einzigen Höhepunkte sind die Schulpause der Klosterschule und der allmonatliche Flohmarkt. Aber warum ist das so? Sehr viele Faktoren, die dabei dazu beigetragen haben. Zum einen ganz klar die Neugestaltung des Boulevards mit sehr vielen neuen und auch meiner Meinung nach guten Lokalitäten. Wurde das alles verlagert zum Bahnhofsviertel oben, so damit, dass die Existenzen am Klosterplatz der Gastronomen gefährdet worden sind. Der Emil-Großplatz scheint im Gegensatz zum Klosterplatz trotz des neuen Bahnhofsviertels nur so zu boomen. Ich stehe hier unmittelbar vor der Innenstadt von Bielefeld am Emil-Großplatz. Es ist Freitagabend und wie nicht anders zu erwarten, sind die Bars um mich herum voll, wie zum Beispiel das Mokka-Klatsch oder das Mellow Gold oder auch hinter mir das Nichtschwimmer. Aber das war nicht immer so hier am Emil-Großplatz. Vor 10 Jahren war dieser Platz eigentlich noch relativ unbemerkt hier in Bielefeld. Es gab nur das Plaza an Restaurants, was sich bis heute gehalten hat. Aber an sich war hier wirklich nicht viel los. Innerhalb von 10 Jahren hat sich der Platz dann zu einem wahren Szenetreff in Bielefeld herauskristallisiert. Aus meiner Sicht liegt es daran, dass sich in den letzten Jahren hier einfach ein ganz tolles Angebot entwickelt hat, gastronomisch. Und dieser Platz einfach durch seine Urbanität, die so ein bisschen vergleichbar ist mit anderen Großstädten, wie zum Beispiel Berlin, Hackische Höfe, Hamburg, Schanzenviertel.